Das folgende Video wird euch präsentiert von lootstore.de. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Ich habe wieder Q-Fix für euch. Jawohl, ein kleines Mini-Review. Ich habe einen ganzen Stapel Q-Fix zugeschickt bekommen von lootstore und die möchte ich euch jetzt zeigen. Wir fangen mit dieser Figur hier an, das ist der Green Arrow. Ich zeige euch kurz die Verpackung. Ihr seht hier schönes Sichtfenster, hier das Q-Fig. Oben die Firma Quantum Mechanics, sehr geil. Dann gibt es auf der Oberseite ein kleines Fenster noch, damit ein bisschen mehr Licht reinscheint. An der Seite seht ihr das Artwork der Figur. Auf der Rückseite wird eine andere Figur beworben. Und auf der anderen Seite nochmal das Artwork der Figur. Und unten drauf stehen einige Warnhinweise. Das war es auch schon beim Flash ganz genauso, nur dass der halt nicht das Figuren-Artwork auf der Seite hat, sondern einmal den Flash und auf der anderen Seite einmal eine Zeichnung. Ne, das ist dann ein bisschen anders, ansonsten ist das aber genau dasselbe. DC Comics, jawohl. Packen wir sie aus? Packen wir sie aus. Und da haben wir ihn, den schnellsten Menschen der Welt, Flash, aus dem Hause DC Comics von Quantum Mechanics als wunderschön gestaltete Figur. Zieht euch das rein. Das sieht richtig hammergut aus, hier mit den Geschwindigkeitsstreifen, möchte ich sie mal nennen. Das lässt sich auf jeden Fall richtig gut sehen. Die Figur ist wirklich schön gestaltet, es sieht förmlich so aus, als würde sie direkt vor uns wegflitzen. Ganz, ganz toll gemacht. Die Details sind großartig und das Ding ist einfach wunderschön. Und auch der Kollege kommt natürlich mit dieser Sprechblase, die man hinten ran machen kann. Und da ist dann noch so ein kleiner Spruch mit hinten drauf. Den könnt ihr aber auch abreißen, den Spruch. Und dann könnt ihr hier mit dem Filzstift andere Sprüche drauf machen, wenn ihr Leute irgendwie benachrichtigen wollt. Diese Sprechblasen könnt ihr hier hinten in die Figur so reinstecken und dann könnt ihr euch das so ins Regal stellen. Wirklich eine coole Sache. Ich finde den Flash wirklich schön. Das ist eine echt schöne Figur. Und zu Flash gehört natürlich auch ganz klar der Green Arrow, die beiden gehören ja irgendwie zusammen ein Stück weit und auch der Green Arrow hat hier sein lustiges Schild mit You have failed this city. Den Spruch kennt ihr, wenn ihr auch nur ein Stück weit mit der Serie oder mit dem Comic zu tun habt. Und wir sehen hier ganz klar den wunderhübschen Green Arrow. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es Oliver Queen sein soll, denn es sieht nicht so aus. Haarfarbe und so passt nicht und Oliver Queen hat ja auch eigentlich immer einen Bart. Ich finde aber auch, diese Figur ist grandios gestaltet. Die Art und Weise, wie sie gemacht haben, so richtig in Actionpose, halb nach hinten fallend mit dem Trickpfeil, das ist ja ganz, ganz wichtig, diese Trickpfeile immer, finde ich auch wirklich schön gelungen. Und dann sein Pfeil und Bogen. Hier müsst ihr vorsichtig sein, das ist natürlich furchtbar filigran, das Ganze. Aber schaut euch das an, wie toll die Figur gelungen ist. Das ist ganz, ganz großartig gemacht. Ich freue mich, dass ich die euch zeigen konnte. So sieht es nämlich aus. Hier seht ihr sie nochmal beide, Flash und Green Arrow. Zwei wunderbare Q-Fix. Und wenn ihr die auch haben wollt, tja, dann ist lootstore erstmal eure Adresse. Da könnt ihr mal vorbeischauen. In der Videobeschreibung ist ein Link. Dann geht's auf zu lootstore und dann könnt ihr euch coole Q-Fix besorgen. Ich werde in nächster Zeit noch weitere vorstellen. Ich hoffe, jetzt hattet ihr erstmal viel Spaß an diesem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Abo da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute. Tschüss.